He's Irish and 7.5 inches uncut. Please welcome Andrew Maxwell. Welcome, sir. Welcome. And this week is Germany's most popular. And the very first German stand-up to travel to North America and perform in English. Ooh! Let's give a warm Montreal welcome to Michael Mittermeier! Michael Mittermeier! Michael Mittermeier! Michael Mittermeier, Michael Mittermeier, Michael Mittermeier, Michael Mittermeier, it's Michael Mittermeier. Hello, Riverdance man, huh? We do it more like this, we do it more like this. Yeah. He's Germany's erstes Comedian, funny on den Fundenstein, in the dum-dum-dum, you! Okay. Andrew is pumping up Michael. By hey, this is great. So, and, no, we. Okay. All right. Okay, it's okay. It's all right. Okay. It's all right. Was für ein Intro. Ja, gleich reinhauen. Voll drauf. Ich bin ja ähnlich wie du. Ich will nicht vorher jeden Satz vorher ganz präzise festlegen, ich mach das, dann machst du das und dann mache ich wieder das. Ja, das wäre auch tödlich. In solchen Shows sollte man einfach Spaß haben. All right, guys, your topic is an important one. Your topic is Hollywood. Right. Has the epicenter of film and television. No, slow down. Tell me again. What is it? Here we go. Hollywood. Have you heard of it? Have I heard of it? They make movies there and everything, man. Here we go. Your topic is Hollywood. Hollywood. Let me just write it down. Let me write it down. Just shut the fuck up for 1 second. Why are you allowed to say fuck? Because we haven't started the actual show yet. Okay, they said to me no fuck. No, there is to be none of that. Kein Fick in dem Programm. Verstehen Sie? For those in the audience who are thinking, is one of these two comics a man who was here as recently as 3 hours ago? Maybe. Das war so lustig. Ja, das war's, oder? Es war schräg. Ich meine, ich weiß, dass wir nicht wirklich beim eigentlichen Thema geblieben sind und, Ja, aber weißt du, das war ja für euch beide auch das erste Mal. Und die Show kommt am allerbesten an, wenn sie so richtig aus dem Ruder läuft. Comedy, Live-Comedy entsteht dabei, während das Publikum zuschaut. Und das alles war sehr, sehr spontan. Ja, und wir hatten Spaß. Damit schaffe ich meinen Durchbruch in Kitchener. Ich habe gehört, dass in der Stadt Kitchener die meisten Deutschen in Kanada leben. Die Stadt hieß früher New Berlin. Wirklich wahr? Ja, die werden es lieben. We've talked about before on this show, but never gotten to the debate of. Your topic is Hollywood. I thought it was vampires, mate. Oh, Jesus. Bare knuckle round. We are talking Hollywood and Europe and action. I disagree with you. The same with me. We Germans, we don't fight bare knuckles. We always have weapons. It's... Yes. But I love the Irish. It's nothing against you that I say it's shit what you say. I'm not allowed to say shit. Oh. It's okay, but on a personal preference level, could you stop gesturing with one arm like this? Because you like think that. The audience will like me. Now, people out there on the radios, people of Kitchener, this is now the time. This, yes. This is. What the hell is going on here? Why did you drag me out of my hangover bed to mind fight a crowd? Listen to me, you bloody German! I'm pointing at you! You! Bloody German! With your psychic octopus! I'm talking here, Patterson. So you just used the word Hollywood, so we can use it. That's not a point I'm getting to, Patterson. So no, Michael.
I shall use the word Hollywood. Hollywood! It's enough for this. Yes! Es ist egal, ja? Ja, es ist eigentlich wurscht. Die Crowd. Die Crowd ist lokal. Wenn wir auf Deutsch reden, es versteht kein Mensch. Viele ja. Staubsauger. Ja. Aber, genau. Oh, ja. Warum? Ja. Wieso? Hollywood! Hat Andrew korrektes Deutsch gesprochen? Ja, er spricht richtig Deutsch. Das ist beeindruckend. Er war ja so verkatert, dass er kaum Englisch sprechen konnte. Schön, dass sein Deutsch gut war. The number one grossing film in Germany in 2009 was Avatar, while the top German language film placed number 5. What was that German film about? I know the answer. I will not tell it to you. Because... Thank you. You will give a shit about the most famous film in Germany. I have the question about Avatar. I never understood this film. I never understood this film. This film, no, this is like a film. Every native Indian film is like this. It's like dances with wolves, yeah, yeah. With blue people. Yeah, yeah. So. It's, I don't, what I love about it is... I'm not gonna lie to you, this is the one part of the show I thought we'd get through. Yeah. The Avatar, for me... Hey! Stop it! I know the answer. I know the answer, answer. I know the answer, Patterson! What the fuck is it? Ich fand's klasse. Eine klasse Diskussion, auch wenn es so aussah, als würde ich durchdrehen. Aber das gehört dazu. Ich weiß. Wir hatten Spaß. All right, audience. Who thought that Irishman Andrew Maxwell arguing for Hollywood was our number one hit? Andrew Maxwell. And who prepared Herr Mittermeier's anti-Hollywood ranking? Michael Mittermeier. Hey, hey. Das Publikum weiß es wirklich zu schätzen, dass du hierher gekommen bist. Ich kenne keinen englischen Comedian, der sowas in Deutschland gemacht hätte. Ich hoffe, ich versuche quasi ein wenig die Tür dafür zu öffnen, dass Deutsche sich öfters mal englischsprachige Comedy anschauen und vielleicht auch ausländische Comedians nach Deutschland kommen, wir einen englischsprachigen Abend veranstalten. Weil die Deutschen sprechen ja Englisch, aber sie sind nicht gewöhnt daran, es zu hören. Also wir würden es gerne im Fernsehen zeigen, weil ja sonst so viel verloren geht. Aber vielleicht läuft's ja bei euch. Also ich bin schon sauzufrieden, muss ich sagen. Also das war jetzt, also wo ich jetzt nach den 2 Wochen bin, bin ich sauzufrieden. Aber es ist einfach Luft noch da, nach oben. Und da ist eine Menge Luft. Weil es einfach klar mit der Sprache, da geht immer noch mehr. Aber man muss auch mal natürlich mal Zufriedenheit zulassen, weil sonst drehst du ja komplett durch. Mein, geil wäre natürlich, wenn es weitergeht. Und es wird da weitergehen, weil ich meine, das ist ja die. Ich merke das ja auch. Also es hat saugut funktioniert. Und das Tolle ist ja, dass das wieder mein Programm in Deutschland befruchtet. Und die Kombination ist natürlich, die hilft mir natürlich auch. Und dann hat man wieder ein Tape, was man woanders hingibt. Und am Ende des Tages nehmen sie dich woanders nur, wenn die das anschauen und sagen, oh, das ist lustig. Nur auf Empfehlung nimmt dich keine Sache. Since 1 week I'm here in Montreal and performing, and the host announced me, here comes the German comedian. Some people look at me like, what? The Germans are back. No, just me. Some friends waiting outside. He's so cute. He's so cute. I love you Canadians, you're so polite. You can hit a Canadian in the face. What does he do? I'm sorry, I'm sorry.
sorry. No, I love it here in Canada. It's a nice country. Perhaps we should talk about the beer. Should we talk about beer and not about the scented water you sell here under the name of beer? Fuck you! This is not beer! This is really... In Germany, you get arrested for this, huh? There is no court. Arrest this motherfucker! And you're so proud. Drink this Canadian beer. It's great. This is... Wow, I cannot drink this. And the second thing, which really annoys me, this is a real... It's a huge country, don't you think? It's the second fucking largest country in the world. You just have 30 million people living here in the second largest country in the fucking world. Why do you need a speed limit? Can we talk about this? Clue. You know what? When in Germany, when I drive 10 minutes, I'm in fucking Spain. But you know what? Here in Canada, you drive 2 days. You see two bears and one speed control. And you know what? I don't like what I read. What is the official speed limit, unless otherwise posted, is 50 kilometers in cities, 80 kilometers on highways. Yeah. On rural highways, whatever the fuck are rural highways. Going with a tractor, whatever. On rural highways, it's written, the speed limit may be 100 kilometers, maybe. What is maybe? We don't have maybe in Germany. We have is, it is! What do you do when they stop you, huh? The highway police. Hello? Your driver's license? Yes. You drove too fast? Maybe. It's over now. Das war mein letzter Gig. Hier auf dem Just for Laughs. Bin fertig, ich glaube, brauche Schlaf, aber es war der Vollwahnsinn. Und ja, Servus.